lieben das. Und nach einer 20 Meter Katapult um Wasser aufzuschlagen, scheint für die kein Problem zu sein. Da liegt einfach ein Nilpferd rum, Junge, das pennt. Ja, bis jetzt eine sehr entspannte Fahrt. Kann man sich nicht beschweren, macht wirklich Spaß. Das Kind ist abgehauen aus Butzbach. Leute, kennt ihr das Game? Ich habe Folgendes mit euch vor. Wir spielen eine Runde Rollercoaster Tycoon 3. Wir gehen zurück in unsere Kindheit. Old Feelings, Digga, ja? Wir machen mal was ganz Neues. Wir gehen nämlich mal rein und spielen eine Runde Rollercoaster Tycoon. Wir machen ein Sandbox-Ding. Kampagne habe ich gerade keinen Bock zu spielen, deshalb spielen wir Sandbox. Sandbox, man hat eine riesige Map. Wir können einen richtig, richtig geilen, entspannten Freizeitpark für alle Leute bauen. Das, meine Freunde, machen wir aber nicht. Wir haben hier unseren Parkinspekteur. Die ersten Gäste kommen schon, bla bla bla. Wir machen erstmal Pause. Wir haben Unlimited Geld. Ich war früher extrem gut darin, Freizeitparks zu bauen, die gewisse Assets haben, die andere Freizeitparks nicht haben. Beispielsweise ging es größtenteils darum, dass man extrem viele Schmerzen hatte, wenn man diesen Freizeitpark tatsächlich betritt. Wir haben hier ein Pool-Update, wir können Pools bauen, wir können Wasserrutschen bauen und eine ganz wichtige Sache, ein kleines Asset, was dieses Spiel nämlich hat, was ein anderes Rollercoaster-Tycoon nämlich nicht hatte, ist ein Zoo. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt so einen Bären kaufe, den jetzt hier hinsetze, was macht der Bär? Der Bär geht raus und greift die Gäste an, das ist ja klar. So, der Bär ist jetzt hier. So, und jetzt kann man schon mal gucken, wie die Gäste reagieren. Die sind gerade noch voll happy und jetzt rennen sie weg. So, und jetzt gleich kommt eine Meldung, der Bär ist jetzt hier draußen. Und jetzt habe ich einen Attack-Helikopter. Jetzt kann ich halt den Bären snipen. Aber was ich auch machen kann, Leute, ich kann, und das ist viel geiler, ich kann auch die Gäste snipen. Checkt mal, ich kann die Gäste auch snipen. Guck da, die werden ohnmächtig. Die fallen um. Das ist schon mal ganz geil. Das sind alles so ein paar Sachen, die man halt als Kind, wenn man dieses Game gezockt hat, ich weiß nicht, komme ich noch mal aus dieser Ansicht, komme ich noch mal raus. Das ist quasi unser Park. Also das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Und mein Ziel ist eigentlich, einen Park zu bauen mit Achterbahn und Gerätschaften, sage ich mal, die Leute an die Grenzen ihres Verstands bringt, ja? Ich würde direkt gerne anfangen. Wir müssen halt schauen. Also der Park ist nicht dafür da, dass die Leute hier eine Menge Spaß haben, sondern der Park ist dafür da, meine Freunde, dass diese Leute hier tatsächlich keinen Spaß haben und leiden. So, und das Wichtigste, was wir jetzt erstmal machen, ist tatsächlich, wir elevaten jetzt erstmal. Wir gehen nämlich erstmal hin. Da stehen natürlich jetzt schon direkt Leute drauf. Das ist hier super schade. So, wir smoothen das ein bisschen. Und es muss natürlich auch ein bisschen nach was aussehen, ne? Hier kann ich das wieder alles mit in geometrische Formen ändern. Und jetzt stehen da zum Beispiel schon so ein paar Leute drin, ne? Meine Idee ist jetzt folgende. Seht ihr, wir können die halt nur bestimmt hochbauen. Also irgendwo ist der Ende. So, das ist halt die Maximalhöhe, die wir haben, ne? So, und jetzt gehen wir hier schon runter. Und wir gehen runter. Und wir gehen runter. Ich finde, eine Wasserrutsche mit so einem Gefälle ist vollkommen in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist doch eine Sache, da will man auf jeden Fall als Kind drauf. Relativ entspanntes Ding. Ich denke mal, wenn es da quasi komplett gerade nach unten geht, ist das absolut entspannt und man kann da auf jeden Fall als Besucher eine Menge Spaß dran haben. Normalerweise ist ja eine Wasserrutsche irgendwo wieder, hört die ja auf, ne? So, das machen wir jetzt an der Stelle hier nicht. Wir können hier mal ganz kurz Testriden, klicken hier drauf und gucken mal ganz kurz, wie der Testride aussieht. Mega entspannt, man liegt hier oben, hat sau die geile Aussicht, ne? Aber wir haben jetzt eine Skisprungschanze, was heißt, man fährt hier runter mit einer irren Geschwindigkeit, schneidet sich da den Arsch auf und dann fliegt man über den ganzen Park. Und jetzt gucken wir, meine Freunde. Und jetzt gucken wir, Achtung. Das hier wird einer unserer Besucher sein, okay? Das hier sind quasi unsere Besucher, die jetzt hier entlang fliegen. So, und wir gucken, wo die landen. Und dann kommt da der Pool hin. Und wenn die den Pool nicht treffen, dann ist kaputt. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn die den Pool treffen, dann ist geil. Wir bauen also jetzt hier. Wenn die Besucher es schaffen, dieses Becken zu treffen, mega geil. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann machen wir hier den Eingangsbereich hin. Zack, die umkleiden. Wir könnten auch hier jetzt noch so einen Sprungturm hinmachen, wenn wir wollen. Auch da, meine Freunde, ist Potenzial. Das ist ein extrem hoher Sprungturm, würde ich sagen. Da kommt der nächste. So, da ist er. Achtung. Das ist jetzt noch ein Test-Dummy. Das Ding ist, die Patienten, ich meine, die Leute sind ja unterschiedlich schwer. So, wenn der jetzt trifft, ist doch mega. Klappt doch. Ist doch super. Und jetzt muss da irgendwie eine Treppe hoch, richtig? Und das mache ich dann mit... Ja, super. Dann haben wir doch unsere erste Rutsche. Haben wir fertig, ne? Perfekt. Die müssen doch jetzt eigentlich dann noch hier hochlaufen, oder? Die Idioten. Ach, guck mal hier. Jetzt. Super, Leute. Guck mal. Die ersten Leute besuchen die Todesrutsche 1000. Die ziehen sich jetzt hier um. Und rutschen die auch damit, die Idioten? Ah, guck mal da. Der erste Mutige. Da ist er, Leute. Er geht drauf. Der geht da drauf, der Idiot. Der bringt sich doch um. Das ist super safe hier alles. Was ist denn jetzt dein Problem? Arni, gehst du bitte? Warum gehen die da nicht drauf? Ach ja, jetzt ist sie gefixt. Da! Da ist wirklich einer draufgegangen. Habt ihr es gesehen? Die gehen da wirklich drauf. Da. Der macht's. Guck mal, das ist ein echter Besucher. Wie geil, guck mal. Oh. You good, Bro? Neues Auffangbecken. Da muss ein neues Auffangbecken. Wieso ist denn der jetzt nicht hier gelandet? Dann bauen wir hier noch einen kleinen Pool hin, sag ich mal. Der war ein bisschen fetter wahrscheinlich, oder? So, jetzt können wir öffnen wieder. Wir können wieder öffnen. Alles safe, ich habe alles gefixt. Jetzt aber. So, komm mal er jetzt hier. Hui. Komm mal hier, Achtung. Achtung. Ja. Komm. Ui, hat geklappt. Ist mega, Leute. Die lieben das. Und nach einer 20 Meter Katapult am Wasser aufzuschlagen, scheint für die kein Problem zu sein. Da, passt doch. Ist doch super. Wenn einer mal ein bisschen fetter ist, dann landet der... Ja, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, ärgerlich.
Oh, Memo, mir fällt gerade was ein. Warte mal. Dann ist jetzt hier so eine Art Gedenkseite, sage ich mal. Ne? Also, weil... Oder du Timex hier. Der Typ ist gestorben und der Freizeitpark baut sowas dahin. Okay, die Rutsche ist soweit safe. So, da haben wir eine zweite Rutsche. Ist doch super. Ist doch super. So, und jetzt, wenn wir jetzt die rutschen lassen, also die... Ah, Achtung, Moment der Wahrheit. Und der müsste doch jetzt direkt im Nilpferdgehege landen, oder? Auch im Wasser. Da ist er, unser Held. Sonst lassen wir das einfach mit den Tieren erstmal sein. Der hat sich den Rücken verstaucht. Aber er ist wieder aufgestanden, im Gegensatz zu den anderen. Ich nehme an, das liegt am Hippo. Wir müssen jetzt auch mal... Wir sind jetzt viel im Wasserbereich gewesen. So, wenn wir jetzt einen Freefall Tower haben. Ich meine, da ging was. Ah, hier, der Launch Freefall. Der ist es, meine Freunde. Dann müsste der doch jetzt theoretisch... Fliegt der aus den Angeln? Die zahlen sogar noch dafür, die Idioten. Wahnsinn. Achtung. Oh. Oh. Ne, die Geschwindigkeit passt doch dann. Dann können wir das jetzt auch, dann müssen wir es halt immer wieder eröffnen, glaube ich, oder? Oh, das ist geil. Boah, da habe ich eine Idee. Hier haben wir eine kranke Menschenansammlung und wir müssen mit den Kegeln. Warte mal, geht das? Kann der den Tunnel? Ja, ne, das geht. Komme ich da raus bei den Leuten? Ja. Dann testen wir mal. Oh! Was ist, wenn man auf beiden Seiten, da liegt einfach ein Nilpferd rum, Junge, das pennt. Lasst uns eine Achterbahn bauen. Wir bauen eine Achterbahn. Und der fällt dann direkt erstmal hier runter und geht dann so. So. Und dann, ach, man kann auch hier so die Kurvenlage machen. Stimmt, da war ja auch noch was. Kann man die sogar nach unten bauen? Wir machen erstmal einen kleinen Test. Gefällt mir wirklich so. Bleiben die auch alle da stehen? Sehr gut, okay. Klappt das? Ja, ne? Kommt der soweit? Müsste eigentlich klappen, oder? Alter, wir machen daraus ein Spiel. Wer von denen als letzter da steht und überlebt, kriegt eine Sonderbehandlung. Mega. Ich will mal mitfahren, wenn das in die Leute reinfällt. Das will ich sehen. Damit schließen wir ab, Leute. Einer von denen kriegt noch so eine Sonderbehandlung. Der wird der König vom Park. Ja, bis jetzt eine sehr entspannte Fahrt. Kann man sich nicht beschweren. Macht wirklich Spaß. Ehrlich, saugeil. Achtung. Oh, wir haben voll das... Wir haben das Kind getroffen. Ja, Fadi und Mudi sind raus. Jetzt entscheidet sich, Leute. Ist es das Kind oder Mudi? Wer holt das Ding her? Wer holt das Ding her, Leute? Alter, wir können Butzbach bauen. Kann man den nicht aufeinander bauen? Ging das nicht auch? Ja. Es kommt alles zurück, die alten Erinnerungen. Wie geil. Guck mal, der Gewinner kommt in den Feuerkäfig. Ist doch mega, oder? Mit Löwen. Let's go. Wer wird's sein? Wer kommt nach Butzbach ins Feuergefängnis? Das Kind oder die Mutter? Und... Es ist das Kind! Es ist das Kind! Und das Kind kommt jetzt nach Butzbach, hier ins Feuergefängnis, in die Hölle. Guck mal. Ist doch mega, oder? Also da fühlt man sich doch wohl, Leute. Das ist doch super. Wer bist du? Das Kind ist abgehauen aus Butzbach. So nicht. Jetzt machen wir noch zum Grande Finale Folgendes, weil das Kind es sich anders verdient hat. Es gibt ein paar Löwen. Die weiblichen sind die aggressiven, habe ich gehört. Das Kind ist tot. Ich glaube, das Kind ist verbrannt. Ja, Leute, das war's vom schönsten und besten Freizeitpark der ganzen Welt. Hier bei Rollercoaster Tycoon 3. Absolut wild. Also wirklich absolut wild. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein komplettes, richtigen Park baue und sowas, lasst gerne mal ein Däumchen nach oben da. Chat, Grüße geht raus, ne? Das Kind war eine Opfergabe. Wir haben es an den Butzbach-Gott geopfert. Ja, was soll ich sagen? Es hat Spaß gemacht. Macht's gut, haut rein, ciao.